So, hallo und alle zur nächsten Folge von 5 Dingen Minecraft, die du noch nicht wusstest. Heute habe ich wieder mal ein paar interessante Dinge rausgefunden. Ich habe ja immer so manchmal so ein bisschen das Gefühl, manchmal habe ich so ein paar bessere Fakten, manchmal so ein paar schlechtere Fakten, aber heute denke ich, dass ein paar gute dabei sind. Das Format lebt von euren Einsendungen, also falls ihr gute Ideen habt, generell von Fakten, die nicht zwangsläufig jeder weiß, dann schreibt sie mir in die Kommentare. Wir sehen einen schwebenden Knopf. Und bewertet die Dinge, die ihr zufällig lest und gut findet, mit einem Daumen nach oben. Das erleichtert mir so ein bisschen das Heraussuchen. So, und dann, ja, würden wir mal schauen, was wir heute schon wieder zusammengesucht haben. Interessantes. Jemand hat eine ellenlange nachgeschrieben mit über 43 Fakten. Du kommst nachher noch dran, keine Sorge, aber ich kann die nicht alle auf einmal, ich kann die nicht alle in eine Sache mit reinnehmen. Eventuell werde ich da was auf die nächste Folge auslagern. Ja, okay, dann fürs Erste heute fangen wir an. Ich nutze übrigens ganz kurz die Gelegenheit, um ein bisschen schamlos Werbung zu machen für Slither.io-Folgen auf dem Gaming-Kanal. Oben ploppt eine Infokarte auf, könnt ihr gerne mal draufklicken. Ich bin heute mal wieder in der neuesten Folge, Folge 4, richtig ausgerastet. In Folge 2 habe ich auch richtig ausgerastet, Top-Liste. Und wer Bock hat, schaut mal rein. Dann die erste Sache ist von Maurice Büst und der schreibt, wenn man mit der Elytra ins Wasser fliegt, nach unten schaut, dann hat man unendlich Luft. Obwohl man eigentlich im Wasser drin ist. Und das wollte ich gerade mal austesten. Wie kann es denn sein, dass wir tauchen können, ohne irgendwie an Luft zu verlieren? Dazu brauche ich eine Elytra. Komm her. Und die ziehe ich mir mal ganz kurz an. Auch komm her. Und dann muss ich in den Game Mode 0. So, und dann fliegen wir so ein kleines bisschen hin und her. Und jetzt tauche ich hier mal. Und wie wir sehen, haben wir tatsächlich keine Luftanzeige. Guck ich das mal an. Also ich würde sagen, das ist ein einwandfreier Tieftaucher, wie ihr gerade sehen könnt. Die Füße gucken nicht mal mehr aus. Jetzt gucken sie was raus. Die gucken nicht mal mehr aus dem Wasser raus. Und ja, wir ne, halt so. Keine Luftblasen. Wir können schwimmen, tauchen, wie auch immer. Wir sind geschützt vor allem Wasser. Wir können unter... Ne, können wir nicht. Wir können da nicht runter. Schade. Wäre schön, wenn es funktioniert hätte. Ich wollte euch gleich die Auflösung mit zusagen. Nämlich mit F3 plus B können wir unsere Hitboxen sehen. Und die Hitbox müsste... Ihr seht schon mal das Rote. Das Rot ist die Augenhöhe. Und Augenhöhe zählt gleichzeitig auch zur Mundhöhe. Da wir mit diesem Ding nicht untertauchen können, bleibt diese Hitbox auch über Wasser. Und wenn die Hitbox über Wasser bleibt, dann ja, können wir atmen, weil wir halt uns eigentlich über Wasser befinden. Deswegen können wir auch jetzt nicht so unter einer Seerussenblatt langlaufen, denn die Hitbox ist weiter oben. Jetzt geht's natürlich wieder, jetzt kriegen wir die Blasen, aber wenn wir so hier oben stehen, zack, dann kriegen wir die nicht. Weil wir eigentlich über dem Wasser sind wegen der... Augenhöhe der Hitbox, die ist immer überhalb des Wassers. Tja. Okay, aber vielleicht ein netter kleiner Fun-Fact für zwischendrin. Dann weiter geht's. Dann die zweite Sache für heute ist von emmerat333 und er schreibt, Levitation wirkt nicht unter Wasser. Und der zweite, okay, habe ich eigentlich nicht vor mit reinzunehmen, aber weil ich das hier jetzt noch mit drinstehen habe, man kann mit Summon Enderaugen spawnen, welche dann wegflitzen. Kannst du mit, also mit Slash Summon was war das? Eye of Ender Signal. Kann ich das hier machen? Und dann müsste irgendwas kommen oder so. Ja, da fliegen hier... Keine Ahnung. Habe ich aber für etwas vernachlässigbar gehalten. Das Interessante war der erste Punkt, nämlich Levitation wirkt nicht unter Wasser. Und das war den Fakt, den ich dran nehmen wollte. Ich habe es ausgetestet. Ich gehe mal ganz kurz hier. Levitation 100 Sekunden und Levitation auf Stufe 1 und nichts passiert. Blablabla. Ist ja jetzt egal, ob ich Creative Mode bin oder nicht. Ich kann hier so rumlaufen und schwebe mehr oder weniger, gerade wie mir einfällt. Ich schwebe gerade hier so in der Luft. Oder liegt das am... Nee, es liegt am Creative Mode. Okay. Weil ich noch die Flug-Dings drin habe. Ich kann hier so ganz normal laufen, ja. Ich kann schwimmen. Ich habe den Levitation-Effekt da. Ihr seht den Levitation und rechts oben seht ihr auch das Symbol. So, und sobald ich jetzt nach oben schwimme, ja, so... Ich sinke auch natürlich wieder ohne Probleme. Und sobald ich aus dem Wasser herausschwimme, so ein kleines... Also, da ich da oben stehe, Achtung, war ich ein Seerosenblatt? Ja, war ein Seerosenblatt, so. Und sobald ich jetzt hier, Achtung, ich sinke nach unten, wenn ich jetzt hier hochschwimme, blip, fließender Übergang und es geht eiskalt nach oben. Ja, unter Wasser funktioniert der Levitation-Effekt nicht. Wusstet ihr das? Wusstet ihr das? Nein, das wusstet ihr nicht. Weil das testet keiner aus, sowas. Glaubt mir, das testet keiner aus. Ich kann da wieder eine Umfrage machen, oben rechts, wie viel von Dingen ihr wusstet. zwischen 0, 1, 2, 3, 4 plus, weil man kann maximal 5 Antwortmöglichkeiten geben. Aber coole Sache, ohne Witz, auf sowas muss erstmal kommen. Okay, dann weiter geht's. Dann die nächste Sache ist von Japutkret, wenn das richtig ausgesprochen wird. Er hat die lange Liste von Dingen geschickt, keine Sorge, die habe ich mir aufgeschrieben oder notiert und die werde ich vielleicht für spätere Zwecke verwenden, für andere Folgen, wenn wir was suchen. Nur ich habe jetzt noch ein paar andere Sachen gefunden, die habe ich mir reingemixt und ich wollte nicht alles von einem und egal, vielleicht demnächst wieder. Die erste Sache, er schreibt, seit der 1.9 können Villager Köpfe tragen. Platziere dem einen Villager einen Dispenser und feuere den Kopf deiner Wahl auf den Villager. Das fand ich witzig und ich habe es mal ausgetestet und es funktioniert auch sehr gut. Und das gucken wir uns gerade mal an. Ich habe hier vorne irgendwo einen Dispenser schon mal aufgebaut und irgendwo müsste auch ein Villager bekloppt rumrennen. So welche unten, ja, aber das war nicht der, das waren andere. Dem habe ich einen Diamanthelm aufgesetzt. Man kann den nämlich, ich habe es jetzt einfach gezählt, der zweite Punkt auf seiner Liste war gewesen, dass du den Villagern auch Rüstung anziehen kannst. Wenn sie enchanted ist und so weiter und so fort, dann sollte man das sehen. Apo, droppt er jetzt? Ah, okay, er hat den Dialm sogar noch gedroppt, den ich dem gegeben hatte. Das Problem ist, die Dinger sind von den Player-Models irgendwie zu fett. Ja, die Villager sind einfach... Villager sind riesig. Die sind groß. Wo kann ich hier? Ja. Ich kann aber versuchen, hier so eine verzauberte Diamantrüstung einzugeben. Mal gucken, ob man das sieht. Also man sieht es nicht, aber die hat jetzt Thorns drauf. Das heißt, theoretisch sollte man es spüren. Würde ich den abschießen, dann... Warte mal kurz, kriege ich hier Game Mode 0? Achso, ich brauche erstmal einen Bogen, ne? Game Mode 1. Ich hole mal ganz kurz einen Bogen und ich gucke mal, ob das funktioniert hier. Also theoretisch muss er es eigentlich anhaben. So, und dann geht er in Game Mode 0 und dann schießt er mal ab, weil er hat halt das Thorns Enchantment. Ja, kaum funktioniert. Ja, also an dem könnte ich mich jetzt totkloppen. Die können Rüstung anziehen, und aber das, ja, wäre die zweite Sache gewesen, aber das ist halt mehr oder weniger dasselbe wie das, was ich eigentlich zeigen wollte. Nämlich, es ist witziger, wenn wir andere Sachen nehmen, zum Beispiel einen Ender Dragon Head. Wie wär's, vielleicht kann ich mal einen Steve Head nehmen, mal gucken, wie das ist, oder einen Zombie Head, einen Creep Head. Oder einen Skeleton Head. Würde vielleicht auch gehen, egal. Dann setze ich mal kurz einen Villager und schieb da mal einen Ender Dragon Kopf rein, wenn ich den jetzt natürlich hier reinhau. Ja, haben wir Villager mit Enderdrachenkopf. Der mich halt anguckt. Hey, das wäre nochmal ein schönes Bild. Mache ich gleich später nochmal welche. Ansonsten teste ich es mal aus, wie es denn aussieht mit einem Creeper-Kopf. Jo. Und die Nase ist die Zunge von dem Creeper, die aus dem Mund rauskommt. Alles klar. Alles klar. Also das finde ich schon sehr skurril, irgendwie auch witzig, deswegen ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Das ist jetzt hier das ist die Gang. Das ist die Gang. Ist aber ein schönes Bild. Die Gang ist am Start. Oh, und Steve Gesicht fehlt natürlich noch beim nächsten Villager. So, dann komm mal her, Villagerino. Jo. Jo. Ja, oh nee, das ist noch ein besseres Bild jetzt hier. Ey, wie die nicken. Ich find's witzig. Dann würde ich sagen, ja, wär's das von diesem Fakt gewesen? Ich könnte hier noch ein bisschen rumspielen. Das sieht so dämlich aus. Haben wir im Kopf vergessen. Head. Wahrscheinlich ein Skull fehlt noch, ne? Komm, wir nehmen die anderen beiden auch noch. Ich würde jetzt gerne nochmal Wither Skeleton Skull. Wir gucken, wie das aussieht. Also den Enderdrachenkopf, den fand ich am witzigsten, deswegen habe ich eigentlich als erstes genommen. Die anderen habe ich nicht ausgetestet, aber irgendwie sieht das schon, ne? So. Nein. Schalter betätigen. Yo. Da haben wir das Skelett. Yo. Und dann noch den letzten. Da tun wir den Wither Skull rein. Weil Wither Skull zählt ja auch als Skull und theoretisch sollte man den dann auch... Ja, geht doch. Ich habe lauter Missgestalten in meiner Welt rumlaufen. Inklusive mir. Hallo. Dann, ja, war eine coole Sache. Weiter geht's. Dann die nächste Sache auf meiner Liste ist von Dennis Hoffmann und er schreibt, wenn man einen Armor Stand auf einem Zaun spawnt, fällt dieser durch den Zaun hindurch auf der 1.9. Und dann hole ich mal ganz kurz einen Armor Stand, so, und teste das Ganze mal aus. Ich habe gedacht, hä, warum soll das funktionieren? Why? Und dann habe ich da folgendes gemacht, ich habe einen Armor Stand genommen, auf den Zaun gesetzt und der fällt durch. blockiert, blockiert, blockiert. Okay, nicht ganz, wenn man Folgendes macht, wenn man einen Block auf den Zaun setzt, so, und dann den Armor Stand da drauf, den Block abbaut, dann bleibt er drauf stehen. Weil die Sache ist ja so, Zäune sind hier eigentlich 1,5 Blöcke hoch. Und wenn ich den jetzt hier platziere, den Armor Stand, so, dann habe ich den ja irgendwie, weil die Hitbox des Zaunes hier ist, im Zaun direkt platziert, als drauf. Und wenn er von oben drauf fällt, der Zaun ist eigentlich höher, als angezeigt wird. Und das ist sehr, sehr komisch. Also der Zaun ist eigentlich höher, als die Hitbox anzeigt. Und deswegen kann man ihn, wenn man ihn reinsetzt, setzt man sozusagen in den Zaun rein, dann fällt es durch. Wenn man ihn aber von oben drauf fallen lässt, dann bleibt er bei der eigentlichen Höhe des Zaunes stehen. Das ist irgendwie sehr, sehr, sehr skurril, aber auf jeden Fall auch eine coole Sache. Kommt man so auch wieder nicht drauf, ne? Okay. Und die letzte Sache für heute, auch nochmal von Japutkret, also den habe ich vorhin schon gezeigt, mit dem, der hat das auch mit den Köpfen gemeint. Und zwar folgendes, dafür brauche ich nochmal eine Thorns-Verzauberung, beziehungsweise ich habe schon das mal vorbereitet. Ich habe die schon hier im Inventar drin. Ein paar Äpfel und ein paar Skelett-Spawn-Eier. Wenn man im Game-Mode 0 ist und ein Skelett hat, das einen absniped und man eine Thorns-Rüstung in die Hand. Meine normale Rüstung hier ist normal unverzaubert, ja? Die ist unverzaubert. Wenn ich jetzt hier ein Skelett habe, was mich abschießt sozusagen, und es nicht so blöd ist, und da reinzulaufen, und ich die Thorns-Rüstung auswähle, dann habe ich die Dornenverzauberung, obwohl ich die Rüstung gar nicht angezogen habe. Was geht mit den Skeletten? Sind so blöd, mich abzuschießen heute. Ey, sonst snipen die dich bis zum Tode ab, ja? Und jetzt macht das Ding gar nichts. Na also, schieß mich ab. Komm schon, Skelett, schieß mich ab. Was gibt denn den? Ich hab's gesagt, das kriegt Dornenschaden. Es wird gerade Schaden reflektiert. Das geht auch, wenn ich die Rüstung in der Offhand habe. Da kann ich was anderes haben, beispielsweise ein Schwert oder so. Und zack, und es kriegt Dornenschaden. Obwohl ich eine unverzauberte Rüstung anhabe. Ich habe die Thorns-Rüstung nur im in dem Handslot drin. Ich habe die nicht angezogen. Ich habe die nur in der Hand. Und trotzdem gibt es den Effekt. Finde ich irgendwie cool, unerwartet. Sollte, glaube ich, auch nicht so sein. Erinnert mich aber ein kleines bisschen an die Sache mit dem Looting-Effekt. Und wenn man mit dem Bogen in Offhand hat, ein Looting-Schwert hat, dann kann man Bogen schießen und weiß nicht, ich glaube aber, das ist dasselbe vom Prinzip. Aber es geht auch mit Dorn. Hat mich ein bisschen überrascht. Also theoretisch kann man so eine Diamantrüstung als Schild in der Hand halten. Und ist geil. Wenn man übrigens die auszieht, jetzt die Rüstung, dann zählt das nicht, als ob man die angezogen hat, weil die Balken werden ja leerer. Aber die Verzauberung bleibt trotzdem. Nette Sache, nette Idee. Gut, dann wäre es das für heute gewesen von der 5 Dinge Minecraft-Folge. Wenn ihr gute Ideen habt, schreibt diese in Form eines Kommentares unter dieses Video. Wenn sie gut sind oder wenn ich sehe und denke, dass sie gut sind und ich neue Sachen suche, dann kommen sie im nächsten Video eventuell mit dran. Und ja, gebt den Dingen, die ihr seht und die ihr gut findet, einen Daumen nach oben. Erleichtert mir das Raussuchen. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bis demnächst. Lasst krachen und tschüss.